Die Konstellationen vor dem Spiel konnten kaum unterschiedlicher sein. Die Gastgeber der SV Schmölln 1913 brachte unbedingt einen Sieg, um sich zumindest theoretisch noch eine Chance zu wahren, damit dieses Spiel nicht das letzte Heimspiel in der Thüringenliga sein sollte. Und der ewige Tabellenführer BSV Eintracht Sandershausen den Sieg, um sich vorzeitig und auch verdient den Landesmeistertitel der Saison 2009-2010 zu sichern. Schon in der 10. Minute fiel die Vorentscheidung zugunsten der Meisterschaft für Sandershausen. Der beste Spieler auf dem Platz, Kevin Schenke, schoss zum entscheidenden Treffer für Sandershausen ein. Wobei Kevin Schenke hätte locker noch 2 bis 3 Tore in Schmölln mehr erzielen können. Er war von den Schmölnern einfach nicht in den Griff zu bekommen. Außer der Torwart, der Gastgeber, konnte seinen Sturmlauf bis auf das eine Mal mit gutem Paraden stoppen. Die Schmölner mühten sich auch nach dem Rückstand, doch ihnen fehlte einfach die Durchschlagskraft im und am 16er der Gäste. Spielerisch konnten sie über weite Strecken sehr gut mithalten, speziell René Neumeier und Roy Jahn gefielen dabei. Doch es war einfach zu wenig, um dem Landesmeister wirklich in Gefahr zu bringen. Im Gegenteil, die klaren Chancen hatten die Sondershausener. Außer Kevin Schenke traf Axel Duft noch einmal die Latte. Dieses frühe 0:1 spielte voll in die Karten des Spitzenreiters. Denn dadurch konnten sie sicher hinten stehend immer wieder über den schnellen Schenke und den starken Ballverteiler Duft Nadelstiche in Richtung Schmölner Tor setzen. Unterm Strich ein verdienter Sieger und auch Landesmeister, der aus finanziellen Gründen aber das Abenteuer Oberliga nicht eingeht. Und somit gibt es 2 Gewinner der Thüringen-Liga-Saison 2009-2010. Sondershausen als Landesmeister und Wacker Gotha als Aufsteiger in die Oberliga. Fest stehen auch schon die ersten 2 Absteiger aus der Thüringen-Liga, der FC Thüringen-Weida und der SV Schmölln 1913. Endstand im Meisterschaftsspiel der Thüringenliga. Für Tolles Thüringen vor Ort in Schmölln war Mike Hirschfeld. Wir sind die Blau-Gelben aus Sandershausen und wir scheißen auf Nordhausen. Unsere Erfolge auf einer Liste reichen vom München bis zur Küste. Am Ende bleibt eine Niederlage und wohl auch der Abstieg. Denn 4 Punkte Rückstand, heute verloren, heißt am letzten Spiel noch nicht mehr aufzuholen. Erstmal vorneweg, ich möchte auch gratulieren zum Titel. Ich denke, verdient, haben sich durchgesetzt. Und heute auch genauso das präsentiert, was ich mir gedacht habe. Tabellenführer spielerisch stark, wenn wir alles abrufen können. Können wir mithalten, können wir sie auch schlagen. Wir haben die Chancen gehabt, haben sie nicht genutzt. Und das ist das Ergebnis von vielen Spielen, wo wir letztendlich dann doch unterlegen waren, auch zu viel zu Hause, viel zu viel zu Hause, das war das Problem. Und demzufolge dann auch steigen wir verdient, muss man so sagen, resümieren dann leider auch verdient ab. Heute zum Spiel, ja, zeitiges Tor und wir die Chancen nicht nutzen, die wir zweifelsohne erste Halbzeit schon und dann zweite Halbzeit auch gehabt haben. Dann spielt so eine Mannschaft wie Sandershausen das ganz clever auch runter und gewinnt dann halt auch verdient. Hinten hinaus kann man dann sagen, okay, verdient. Man findet immer was anders hätte laufen können und es ist letztendlich so eine Niederlage, die man, wenn man kein Tor schießt zu Hause, dann kann man das Spiel nicht gewinnen. Das ist heute wieder der Fall gewesen. Blick voraus. Nochmal bleiben Sie gerne. Das kann ich Ihnen am heutigen Tag nicht sagen. Bleibt mir noch irgendwas übrig? Die Saison in Thüringenliga? Vielleicht abschließend noch das Wort. Insgesamt zu Schmölln. Es wird mit Sicherheit Veränderungen geben. Es wird
was zu tun, egal in welche Richtung. Wichtig ist, dass jetzt die Leute gefordert sind, die was für den Verein noch übrig haben, was auch tun wollen, effektiv tun wollen. Und wenn die gefunden werden, dann habe ich auch keine Bange um SV Schmölln, egal in welcher Liga auch immer. Habt ihr irgendwelche entscheidenden Fehler, die gemacht worden sind? Ja, mit Sicherheit, aber die gehören heute nicht hierher. Okay. Gut, dann danke ich trotzdem, gell, und viel Erfolg. Ja. Was, für welche Saison oder wo auch immer. Endstand im Meisterschaftsspiel der Thüringen-Liga. Die Meisterschaft in Sondershausen. Endstand 0:1. Wir gratulieren unseren Gästen aus Sondershausen. Dadurch, dass wir nicht absteigen, werden sicherlich uns ein, zwei Spieler verlassen, auch altersbedingt werden ein, zwei aufhören. Also dass wir wieder. Ich wusste! Ihr Schweine! Ja, wie gesagt, dass wir da wieder neue Leute wieder einbauen müssen, ist ganz einfach so. Also auf dem sag ich mal, Niveau, was wir jetzt haben, dass wir die jungen Leute wieder weiter einbauen, das wollen wir in der neuen Saison auch machen. Sicherlich werden wir die Gejagten sein, es wird nicht so einfach dann wie dieses Jahr, weil dieses Jahr, sag ich mal, wir selber hatten uns nicht auf der Rechnung, weil wir auch nicht wussten, wie schlagen die jungen Spieler ein. So, und, aber so wird es der nächste sein, dass wir, wie gesagt, die weiteren jungen Leute einbauen wollen, dass sie sich stabilisieren. Und dass wir eben weiterhin oben, wenn es in der Tabelle weiter nach oben wieder festsetzen werden. Ist schon klar, wer da geht, weil sie sagten, ein, zwei gehen. Ist wahrscheinlich vielleicht Werner Gotha? Nee. Also ich sag mal, eins ist hundertprozentig oder ist amtlich der Lars Blachy, der wird altersbedingt aufhören. Auch weil wegen Verletzungen und so. Und dann stehen noch hinter ein, zwei stehen Fragezeichen, die sich entweder beruflich oder dann auch familiär verändern wollen, da das den Aufwand nicht mehr betreiben. Aber mal sehen, was sich in nächster Zeit noch entwickelt. Gibt es irgendwelche Signale vom Vorstand, dass man vielleicht doch nach der nächsten Saison, wenn niemand so eine gute Saison gespielt hat wie dieses Jahr, dann doch über den Abstieg mal ernsthaft redet? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Nee. Weil man ist ja schließlich auch wieder nächstes Jahr verrückt. Ja, heute klar. Das Spiel ist relativ schnell abgehakt, nachdem es 1-0 stand für Sommerhalben, würde ich mal sagen, kontrolliert. Richtig, wir haben natürlich drei Hochkaräter, der Schenkel, der hätte heute sich in der Torschützenliste weit nach oben bringen können. Aber ich sag mal, Schmölln hat uns das Leben schwer gemacht. Aber ich sag mal, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben kontrolliert gespielt, sicher gestanden. Und das war im Endeffekt, sag ich mal, ausschlaggebender Punkt. Sie bleiben Trainer in Sommerhausen? Ja. Gut, dann kann man davon ausgehen, dass es doch nächstes Jahr eine relativ fast gleich starke Mannschaft wieder ablaufen wird. Wollen wir hoffen, genau so ist es. Verteidigung. Das war noch nie da, es wäre vielleicht mal nicht, oder wäre nicht schlecht. Gut, dann wünsche ich noch viel Spaß mit Ihrem Fenster. Alles klar, Dankeschön. Okay.